wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Auftrag des Königs. Wieder eine kleine neuere Version, die ich bekommen habe. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, wenn ich zum Beispiel hier den Wagner mal anspreche. Und sonst? Wenn man von den Korsaren, den Orks und Bestien des Waldes abzieht, ist alles in Ordnung. Na, dann ist ja gut. Dann werden wir mal seinen Geldbeutel stehlen. Mal gucken, was sagt er jetzt? Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Jo, dann ist ja gut. Gucken wir noch mal weiter. Im Hintergrund habe ich noch ein bisschen meine Pfeile aufgefrischt, ein paar Feuerpfeile gemacht. Gucken. Martha. Das wäre einfach. Na komm. Richtig. Und eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage. Tut mir leid, Kleiner. Ich bin beschäftigt. Naja, gut, okay. Dann ist sie immer noch beschäftigt. Vanya Roche wird nichts mehr sagen. Jawohl. Ja, und ansonsten gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Weil ich könnte ja theoretischerweise Adarmos verlassen. Hau schon ab. Ja, okay. Die wollen ja wohl auch, dass ich gehe. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Und der Kostja, wie ist die OS, wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Dann werde ich doch mal speichern. Erstmal ablenken. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Dann ist ja gut. Perfekt. Oh, hier hat leider der Sound gefehlt. Ist aber komischerweise... Warte mal, ich versuch's nochmal. Man weiß ja nie, was los ist. Was da nochmal fragen? Wie ist die Lage? Ja, kennen wir. Jetzt hat es geklappt. Ich wollte es der Richtigkeit halber nochmal sagen. Beziehungsweise machen. Gut. Also, hä? Ach ja, hier. Den Dale habe ich, glaube ich, noch nicht bestohlen. Nee. Den hatte ich im Off bestohlen, so war das. Söldner, ja, okay. Der wird mich nur wegschicken. Ja, dann gucken wir noch mal, wen können wir denn noch hier abzocken? Bosch, Uwe? Nee, Uwe nicht. Aber ich bin eine Stufe gestiegen, das ist, ja, 15, das ist schön. Alex? Nee, Hiram? Nee, die wollen ja nicht antworten. Das weiß ich. Melvin, bei dem hatte ich es versucht gehabt. Moment. Handeln. Zeig mir deine Ware. Jawohl, der hat ein paar schöne Sachen, außer Kräuterrezepte und sowas. Aber ich habe hier noch 50 Bolzen. Was? Der will nur einen? Oder was? Wie viel sind das? Ich kann das kaum erkennen manchmal. Naja, gut, okay. Jetzt gehe ich mal woanders hin, damit es ein bisschen dunkler ist. Zeig mir deine Ware. Ja, wir wissen es. So. Ja, es gibt nur einen Punkt. Nö, dann behalte ich die Bolzen noch ein bisschen, weil ich habe nämlich vor, die Korsaren auszulöschen, liebe Leute. So, jetzt hat sich natürlich hier noch was versteckt. Und zwar Turmeichensamen. Was sind bitte sehr Turmeichensamen? Ich kenne die ja noch aus alten Gothic. Da sind sie ja schon. Hier, Turmeichensamen. Kenne ich noch aus alten Gothic-Versionen. Gut. Dann werden wir mal zu den Korsaren hingehen. Ins Korsarenlager. So, und dann an dieser Stelle springe ich nochmal rein. Was? Bist du verrückt? Du kommst doch da nicht raus. Natürlich komme ich raus. Dank eines lieben Eintrages oder lieben Kommentares eines Menschen in meinem YouTube-Kanal, der gesagt hat, hier kann ich hoch. Bei diesen Lianen hier. Das ist auch wirklich schlecht zu erkennen. Ja, 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 da ist man so gefixt. Und dann kommt man doch noch hier raus. Das finde ich sehr gut. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Oh, hey, 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 wieder ein neues Kraut hier.
Das ist schön. Emilio, da bist du ja. Sag mal, gehört dieser... Ja, sag sehr mal, schön. Gehört dieser Zettel vielleicht dir? Moment. Was ist? Nichts. Jetzt weißt du es ja schon. Mulrats haben auf meinem Feld gewütet, weil ich zu viel Schutzmittel ausgeschüttet habe. Wie meinst du das? Also, ich baue Kräuter oberhalb der Kapelle an, doch immer wieder haben diese Fleischwanzen meine Kräuter gefressen. Da bin ich zu Melvin ins Dorf gegangen, habe ein Schutzmittel gekauft und habe es danach aufs Feld geschüttet. Die Fleischwanzen starben auch, nur dann gab es leider ein anderes Problem. Das Mittel hat die Mollerats angelockt, richtig? Ja, genau so war es. Hör mal, könntest du mir vielleicht helfen, die Viecher wieder loszuwerden? Bitte? Bitte? Da steht hier keine Zeit, ich helfe dir, die Leute im Dorf wird das sicher interessieren. Dass du hier Pestizide verschüttest oder was? Schöne Anspielung, herrlich. Die Leute im Dorf wird es sicher interessieren, dass du Mollerats gezüchtet hast. Könnte mir vorstellen, dass vor allem die Bauern richtig sauer auf dich werden, wenn sie die Viecher nachher auf ihren Feldern haben. Hey, mach das nicht, ich hab doch nur... Ich mach dir ein Angebot. Gib mir 100 Goldstücke, dann wird niemand davon erfahren. Dreckskerl. Ich habe nur noch 75. Mehr kann ich dir nicht geben. Na schön. Ich will mal nicht so sein. Her mit dem Gold. Okay. Ja, schade, dass vor dem Dialog schon links so ein bisschen gespoilert worden ist, dass ich 75 Gold bekommen habe. Ah, jetzt stehe ich vor der Kapelle. Was sagt mir das? Dass ich mal eben rein teleportiere und nochmal dem Kaio einen Besuch abstatte. Hey du! Weil ich ihm noch seinen Geldbeutel stehlen möchte, wenn es geht. Es geht. Ja, so kommt man schnell zur Kohle, ne? Oh, super. Jep, dann gehen wir mal wieder raus. Korsarenlager. So, aber die Mollerats wurden ja oben nicht gespawnt mehr. Die habe ich ja schon vorher weggemacht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir die Korsaren hier erledigen. Das werde ich erstmal speichern. So, mein erster Versuch mal, die Korsaren zu erledigen vom Schiff aus, also von oben. Jetzt bist du dran. Ja, okay. Eben schnell hier runter. Feuernessel looten. So, hier ging es ja hoch. Da ist das Schiffchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich denn schon ein paar Leutchen im Vorfeld natzen kann. Wie zum Beispiel den Björn. Vorsicht! Oh ja, Vorsicht, genau, richtig. Der schießt ja Pfeile dahin. So, der Björn ist also runtergefallen. Der steht untätig da oben. Mal gucken, vielleicht kann ich ja von hier auch schon treffen. Nicht so ganz. Kommen welche hier hoch? Nö. Oh. Schießt er denn schon, der Korsar? Ja, der schießt schon. Oh, er hat mich auch getroffen. Das war's für die. Oh. Jetzt sind hier einige runtergefallen. Vielleicht kann ich sie ja schwächen. Das ist ein Korsar. Schön. Am Brennen. Dann haben wir hier nicht genug. Bleib dran! Der ist auch schon leicht angebrannt. Ja, wenn er so bleibt, dann ist das gut. Bleib dran! Wer schruft denn die ganze Zeit, bleib dran? Das ist er da hinten. Der ist ja ganz untätig. Oh, der hat gesessen. Ah, ich glaube, meine Pfeile gehen hier verloren. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen... Da ist er. Das ist jetzt echt... Bleib doch mal stehen, Nikurtep. Oder kletter noch mal hoch. Das wäre cool. Bleib dran. Ja,
Von der Seite kriege ich die nicht. Und der Typ steht da noch. Der könnte mich dann angreifen, wenn ich mal eben übersetze. Zum Schiff. Vorsicht! Wir springen! Jawoll. Bleib dran! Wieso wird denn der Erik auch beschossen? Oder ist Vorsicht. Das eine komische Spiegelung? Jawoll. Dann gucken wir mal, wer hier noch so rumläuft. Da unten schwimmen noch welche. Ach, alles voller Blut. Wo sind sie denn jetzt hin? Ich mach dich fertig. Oh ja. Dann komm doch mal hierher. Ist doch keine Chance hier. Ja, schön. Runtergefallen. Mal gucken, komme ich da hin? Ja. Jawohl. Nochmal. Habe ich schon alle meine Pfeile verballert? Wie irre ist das denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da mache ich es anders. Gehen wir mal hier hin. Mal die hier hochkommen. Okay, er schießt. Und wo sind die anderen hier, die hier schwammen? Schwimmt keiner mehr. Ich mach dich fertig. Wir sprechen uns noch. Da ist einer. Atmen. Ganz schön. Oh. Ah, schade. Ja, der ist jetzt hin. Hat mir natürlich meine Experience Points gekostet. Okay, nicht schlecht. Ah, da ist einer, der noch schießt. Wer ist denn eigentlich hier unten noch? Ach, hier ist noch einer hier unten. Nein, hier ist keiner unten. Sehr gut. Ich mach dich fertig. So ein dämlicher Mistkerl. Das Ganze ist nicht einfach, doch probieren geht über Schatulieren. Erstmal die Lage checken. Da unten, alles klar. Na, du bist Björn, ne? Ja. Wird sie nicht großartig bewegen. Ich will dich killen. Du bist mir nämlich der Gefährlichste hier. Egal, was jetzt im Hintergrund läuft. Oh Gott, die schleifen ihre Schwerter. Ich fasse es ja nicht. Ein paar Schüsse an das Bion hin. Aha. Wann denn? Glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt ist er futsch. Da unten ist er. Zwischenspeichern. Da ist der Niku. Ich mach dich fertig. Ja, okay, der ist jetzt weiter weg. Dem Björn, dem fehlen doch nur noch ein paar Schüsse. Da. Okay, wunderbar. So, es reduzieren sich, es dezimieren sich so langsam hier die Korsaren. Ich bin eine ganz fiese Sau. Hoffe, habe ich noch genug Pfeile, Mensch.
Was ist denn der Nekornurtep oder wie heißt der? Ja, vielleicht sollte ich mal rüberspringen zum Schiff. Vielleicht gibt das eine ganz andere Perspektive. Okay. Ja, die Perspektive ist auch nicht besser. Aber klappt das jetzt aber auch? Ist er plötzlich da hinten? Mann, oh Mann, oh Mann. Das, jetzt ist er plötzlich dort. Okay, ah, und schießt natürlich gleich wieder. Okay, alles klar. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Dann werden wir mal wieder versuchen, das von der anderen Seite zu machen. Beziehungsweise erstmal hier Waffe ziehen und versuchen hier drauf. Genau, richtig. Oh. Okay, der hat mich wieder getroffen. Nochmal hoch. Ist denn von den Leuten hier einer am Schwimmen? Ist nicht. Okay. Dann folgendes. Trank trinken. Und darüber gehen. Und zwar genau dort. Ja, ich versuch's einfach mal. Ups. Ja, gut, okay. Au, man kann hier hoch. Das ist ein Baumstamm. Haha, den werde ich mal wegnehmen. So, Leute, wo seid ihr? Mal gucken, komme ich nochmal da hoch? Das ist ein Feuerpfeil. Ach ja, von meinen vorigen Kämpfen. Nee, ich bleib hier hängen. Und hier ist... Oh, hier sind die Meshes nicht geschlossen. Ja, ja. Das liegt aber nicht am Renderer. Das darf ich mal aus Erfahrung sagen. Ich blendere auch schon ein bisschen. Seit ein paar Jahren. Das ist so ein 3D-Programm. Ja, wie komme ich denn jetzt hier rum? Wer ist er denn hier? Wieso wird hier... Ist Erik, den kann ich schon mal... Oh, oh. Hat mich aber nicht so getroffen. Mal gucken. Wenn ich ihn jetzt hier mal... Nee, der sitzt da tot drin rum. Okay. Ah, er ist auch lauer da hinten. So was Doofes aber auch jetzt. Ja, und wenn ich jetzt hochklettern will, dann ist Mist. Heißt also, ich versuche mal einfach mal zickzack zu laufen. Das ist halt nicht geklappt. Dämlicher Mistkerl. Es kann jetzt natürlich sein. Genau, richtig. Das habe ich mir schon gedacht. Und der ist wieder voll auf. So ein dämlicher Mistkerl. Voll aufgeladen. Okay, abhauen. Ach, die kommen da alle aus der Höhle raus. Na, superklasse. Verstehe. Genau, dann sprich mal. Um die hinterher? Nee. Wow. Dann mal lieber... Nochmal weiter. Speichern. So, und wird natürlich alles... Da oben ist einer! Verdammte Hacke, was macht er denn da? Ach, du liebes bisschen. Okay. Versuche ich mal ganz schnell meinen Bogen zu wechseln. Nein. Das war's für dich, Penner. Ich muss in der Nähe bleiben, damit er seinen Bogen nicht zieht. So, und jetzt aber. Okay. Bleib da unten. Du sollst da unten bleiben. Alter, war das knapp. Leute, war das knapp. Okay, was Besonderes hat er nicht. Da ist nicht zu holen. Grobes Breitschwert bringt mir nichts. Nee, alles klar. Sicherheitshalber speichern. Meine Herren, Leute, ist das übelst. Jetzt erstmal was. Mampfen. Junge, Junge, Junge.
Das wird im Schnitt ein bisschen schwierig werden. Ich werde natürlich die besten Szenen dann herauslösen. Ja, mache ich am besten nochmal hier, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Wollen wir mal gucken. Entweder von der Seite gucken hier. Ja, die werden mich dann angreifen. Da das Ganze wieder von oben machen. Oh, ich brauche noch ein bisschen Mana. Da stehen sie wieder. Als wäre nichts passiert. Jetzt stehen die alle wieder auf Position. Wieso denn das? Bin ich jetzt total blöd? Da kann ja der Björn nicht dabei sein. Den habe ich gekillt. Mal gucken. Nee, Björn ist nicht mehr hinter seinem Steuerrad. Tja, sehr lustig. Dann wollen wir mal versuchen, ob wir denn wieder auf die gleiche Art und Weise... Ah, der hat eine Armbrust. Ah, shit. Er dürfte nah genug sein, dass er dann doch nicht die Armbrust zieht. Ja, okay. Ah, da hinten ist noch einer. Ein Korsar. Ja, stolper noch mal ein bisschen über der Reling. Okay. Jetzt sind wir hier unten wieder. Ah, hier ist einer. Der ist noch da. Was war denn jetzt? Ja, lustig. Meine Pfeile sind ausgegangen und dann bin ich auch noch... Ah, bloß weg. Dann bin ich auch noch reingefallen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier kann ich nicht anlanden. Aber die nehmen keine Notiz mehr von mir. Das ist ja oberlustig. Ich muss noch zwischendurch irgendwo hin und... Pfeile. Jo, er schwimmt so lecker an mir vorbei, der Corsair. Na, machst du Schwimmübungen oder was? Ich hol dich gleich Kiel, du. So. Wollen wir ganz schnell hier... Werden die hier nichts merken. Meine letzten Feuerpfeile reinballern. So, der könnte mich... Ah, der ist die ganze Zeit am Regenerieren, die Schiffsware. Oh. Ah, Mist. Das ist nicht einfach, wenn man selber echt hier am Rand steht. Wo ist er denn hin? Die Schiffswache nimmt keine Notiz. Doch jetzt. Okay. Ah, er kommt auch noch da ran. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt lösen soll. Na, pass mal auf. Gehen wir mal hier ran. Gehen hier oben hoch. Dann gucken wir mal, was passiert. Wenn wir hier stehen. Ja. Das war's für dich. Okay, dann stehen wir halt eben schlecht da. So, aufgrund der Tatsache, dass meine Pfeile hier so langsam zur Neige gehen, muss ich auch hier die Armbrust einspannen und dann versuchen, die Korsaren weiterhin zu kratzen. Jetzt liegt da der Björn tot rum. Mhm. Nee, dich. Ja, komm ruhig näher. Bleib doch noch ein bisschen hängen, Mensch. Ah, da ist ja noch der Nekor. Jetzt bleiben sie alle da unten. Gucken, oh, aufpassen, dass hier nicht keiner hier irgendwie mich von hinten marchelt. Aber er ist halt so lustig hier, der Corsair. Aha. Ja, okay, jetzt hat er seine Position geändert. Auch interessant. Und du da hinten, da unten. Es ist schon interessant, was sie machen. Es ist echt total interessant, was sie machen. Upsala.
Erstmal hier aufs Schiff locken. Ach, hier ist der Björn. Den werden wir erstmal hier ausnehmen. Da gibt es ein bisschen ein paar Sachen. Ein bisschen Munition. So, was passiert weiterhin? Bis jetzt noch nichts. Ergo speichern. Achso, okay. Armbrust wird ja so bleiben. Da habe ich ja keine normalen Waffen mehr. So, jetzt sind die wieder. Der ist immer noch da. Der ist aber immer noch in dieser Position, dass er könnte schießen. Oh, da ist einer. Da ist einer, der ist aber auch in so einem komischen Loop drin. Dann können wir noch im Grunde genommen, wenn es denn geht, ihn hier. Genau, richtig. Zack. Oh, und ich werde wieder angegriffen. Wenn ich jetzt mal hier rüber fetzen. Ja, so nicht. Wie wäre es mal mit Auftauchen? Das wäre so toll. Oh, da schwimmt einer. Okay. Okay, das ist ein Korsan-Offizier. Stirb, Bursche. In your face. Oh, nee, ne? Die Korsaren halten alle so gut zusammen. Na, wenn ich hier stehe, dann kann der andere auch stehen. Ja, jetzt bin ich natürlich hier in einer ganz verzwickten Lage. Gucken, wie viel hast du denn noch? Schiffswache ist noch voll lustig drauf. Ja, okay. Den haben wir auch. Oh, da versucht einer hier mit der... Oh, Leute, das ist so irre. Soll ich mich jetzt abspeichern oder wie oder was? Wollte eigentlich die Schiff... Kann ich was trinken? Nee, kann ich noch nichts trinken. Jetzt werde ich mal ganz schnell was trinken. Alter. Also nochmal das Ganze. Ne. Also hier hoch. Ein bisschen gegen. Hier hoch. Ein bisschen gegen die Mauer. Genau, richtig. Und jetzt versuch mal die Waffe zu ziehen. Oh, das könnte klappen. So, das lassen wir jetzt mal so. Speichern wir. Und machen fröhlichst weiter. Oh, ich sinke ab. Immer mal ein bisschen speichern. Yeah. Bin echt hier auf der Kippe. Leute, guckt euch das an. So ein Scheiße. Ja, und ich werde wieder hier außerhalb zum Glück transferiert und nicht innerhalb. Jetzt versuche ich mal was anderes. Ah, ich komme sogar an den Rand hoch. Gut. So, ich will nämlich nicht, dass ich da rüber gehe. Also dazwischen haue. Na, das könnte klappen. Na, also. Ja, jetzt fange ich wieder ein bisschen an zu rutschen. Perfekt. Mal wieder speichern. Das könnten wir noch alles schaffen. Ja,
Sorry, das ist leider so. Muss ich nochmal neu laden. Ich habe ein Glück, dass ich abgespeichert habe. Weil das passiert, wenn die Meshes nicht geschlossen sind. Dann weiß die Engine nicht, was zu tun ist. Okay, so wie es aussieht, ist hier alles gut. Oh, schön. Wenn wir Klamotten looten. Riesenmachet. Ah. Au! Hau ab! Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Na. Mist. Achso, ist keiner nicht mehr da. Nicht zu holen. Wo der weggegangen war. Also, oh mein Gott, sind das viele Sachen. Ich bin extra so still, weil ich wissen will, was hier passiert. Aber Pfeile gibt's noch. Da ist nicht zu holen. Oh, wie viele liegen denn hier? Ach, hier ist da sogar dieser Neko-Dingsbums da. Leute, das ist cool. Nicht zu holen. Ich glaube, ich hab's alle. Nicht zu holen. Nur mal ganz. Nicht zu holen. Nur mal sicher gehen. Da ist nicht zu holen. Ich glaube, ich hab's alle. Ja, ich speichere mal auf diesem Platz. Also ich glaube, ich habe nur noch ein paar Leute. Nicht zu holen. Ah, da hinten ist noch einer. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Könnte ich natürlich jetzt hier rumlocken. Nee, er bleibt stehen, da passiert nicht viel. Wenn ich jetzt angenommen hochklettere, er kommt hinterher. Was soll ich denn machen, Mensch? Gottverdorie. Ach, ich wende einfach mal einen Zickzack an. Ja, genau, richtig. Oh, der hat nur so eine lustige... lustiges kleines Beil. Ja. Er bleibt doch nicht stehen. Und danach? Er kommt nicht nach. Zeit zum Trinken. Ja, jetzt ist er wieder auf seinem Platz. Okay. Gucken wir mal, wie wir ihn kriegen. Ah, ich glaube nicht. Doch. Er schießt über die Palisade hinweg. Gucken, trifft er mich denn dann? Nee. Okay. Ja, so geht's auch, ne? Eine Kiste mit wertvollen Gegenständen, okay. Noch gar nicht gesehen. Ja, auch mal hätten wir jetzt zu holen. Geholt. Ich bin jetzt erstmal erleichtert, was das hier angeht. Und egal wie lange die Folge jetzt auch gedauert hat, ich mache jetzt hier gleich Schluss, hoffe ich doch. Nee, hoffe ich nicht. Ich weiß, muss ich erst im Schnitt sehen. Ich kann jetzt nichts Besonderes sagen, als dass ich jetzt erstmal total glücklich bin, dass die Korsaren erledigt sind. Und hier ist auch die Kiste. Mal gucken, was es gibt. In dieser Kiste befinden sich einige wertvolle Gegenstände. Was soll es denn da an wertvollen Gegenständen gegeben haben? Okay, das war klar. Das war aus Rasch seinem Haus. Schwefelbrocken. Waffenbündel. Ich kann nicht sagen, was jetzt hier Wertvolles drin war. Wie es aussieht, sind es wohl ein paar Gold- und Silbersachen. Gut, okay, man kann. Ja, okay. Ich kann das nur vermuten. Ich will da jetzt nicht genau suchen. Aber so wie ich das jetzt nämlich sehe, haben wir hier alles. Haben wir die ganzen Korsaren erledigt. Nicht zu plündern. Gucken wir nochmal. Da ist nicht zu holen. Okay, jetzt sind die auch nicht alle zu holen. Dahin gespawnt worden, wo sie dann im Endeffekt auch immer gestanden haben.
Nicht zu holen. Ja. Da ist nicht zu holen. Auch nichts zu holen. Da ist nicht zu holen. Leon ist auch gelootet. Und nach der Logik müsste dann da unten der Necrotap sein, richtig? Nicht zu plündern. Dann habe ich sie alle durch. Leute, bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Auch wenn es manchmal sehr, sehr knifflig war. Hier, die Korsaren sind hin. Alle Korsaren sind hin. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Macht's gut. Tschüss.